Ich habe damals diesen wunderschönen Badeanzug genäht und Kim Kardashian persönlich hat ihn direkt nachgemacht. Ich weiß auch nicht, woher ich die Confidence hatte. Mittlerweile hängt das halt so daraus, dass ich das wirklich nicht mehr anziehen kann. Was bedeutet, wir müssen Kim Kardashian neue Inspo geben. Also bin ich in den nächsten Stoffladen gerannt, nur um rauszufinden, dass die nur hässliche Badestoffe dort hatten. Der würde ballern nur. Mein Freund war jetzt nicht so überzeugt, aber ich glaube, man muss einfach die Vision dahinter sehen. Ja, aber den könnte man richtig edel machen. Glaubst du mir das nicht? Tja, Leute, was soll ich machen? Es gab nur hässliche Stoffe, also habe ich alle beide genommen. Habe dafür insgesamt 60 Euro ausgegeben. Hallo. Ich werde euch jetzt beweisen, dass das der geilste Badeanzug wird, den Kim Kardashian jemals gesehen hat. Hier habe ich verschiedene Designs gemacht und ich fand die alle. Also dachte ich mir, fange ich einfach an und überrasche euch. Hier eine kleine Anleitung für ein ganz professionelles Schnittmuster. Ihr nehmt einen Block, macht eine Linie und dann zeichnet ihr einfach alles aus dem Kopf drauf. Nachdem man das ausgeschnitten hat, kann man das mit seiner professionellen Overlock zusammennähen und dann merken, dass es nicht so einfach ist und man dann die Stiche sieht, weil man sie falsch eingestellt hat. Und dann presst man sich rein und freut sich, dass man reingekommen ist. Ich glaube, da würde Kim Kardashian dann aufhören und wir fangen gerade erst an, Leute. Wir versäubern nämlich unsere Kanten. Yeah. Ich hasse Kanten versäubern, aber danach sieht es halt leider besser aus und nicht mehr so selbstgemacht. Und jetzt kommt das Secret Piece dazu, was dem Ganzen so das Flavor, den Geschmack gibt, wisst ihr? Ich laber so einen Müll. Auf jeden Fall sind wir dann zu meinen Eltern geflogen. Und hier, Ladies and Gentlemen, in Kroatien kann ich euch jetzt mein wunderschönes Designer-Piece präsentieren. Das ist mein Graffiti-Badanzug mit Rock. Und ich sag mal so, alles sieht gut aus, wenn man es mit Selbstbewusstsein trägt. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ich finde den wirklich cool und ich finde den auch cooler als meinen alten. Und wisst ihr was? Stand-up-Paddeln kann ich darin trotzdem nicht.